Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge Satin aufs Ketten. Beim letzten Mal sind wir in diese komische Stadt hier, Enki hieß sie, glaube ich, diese Schmugglerstadt gekommen. Und der Typ, den wir suchen sollten, der ist leider schon seit einem Jahr tot. Das ist ein bisschen uncool, weil wir jetzt das Prisma holen wollten. Aber daran ist jetzt nichts zu ändern und wir sind hier im Badehaus und haben letztes Mal mit dem Seemann gesprochen und reden jetzt mit seiner überaus reizenden Begleitung. Woher hast du die Wunde? Was geht dich das an? Ich frage nur. Wenn Enki Botschaften bei sich trägt, lebt eh ungefährlich. Wer hat dich denn überfallen? Stell nicht so viele Fragen, Milchgesicht. Sehr reizend. Wer ist dieser Harm? Er kümmert sich von seinem Schiff aus um wirklich alle. Sein Schiff? Ja, Mann. Was musst du überbringen? Eine wichtige Nachricht. Aber wenn die Baderin weiter trödelt... Minka trödelt nicht. Minka ist gründlich. Ja, Wahnsinn. Dann lass mich doch die Nachricht überbringen. Bist du wahnsinnig? Aroken lässt mich dreimal im Zelt ertränken, wenn er davon Wind bekommt. Das muss er ja nicht. Das wird er aber. Glaub mir. Wer ist dieser Aroken? Mein Auftraggeber. Ganz einfach. Und jetzt verschwinde. Hältst du still, Kind? Ich mag Fremde nicht, die Fragen stellen. Dann machen wir sie mal eifersüchtig. Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Ein Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Rushat Narosh? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen, das weiß ich. Das okay. War schon alles. Dann rede ich jetzt erstmal mit der Badetante hier. Wird noch dauern, Kindchen. Aber zieh dich einfach schon aus. Ich will gar nicht baden. Ich habe nur ein paar Fragen. Fragen? Neugier kann gefährlich sein, hierzulande. Aber musst es ja selber wissen. Genau, muss ich ja selber wissen. Kanntest du einen Menander Goswin? Was hast du mit dem Goswin zu schaffen, Kindchen? Er ist ein Freund meiner Familie. Ich wollte ihn besuchen. Gehörst du also zu Goswins Mischbocke? Siehst aus, als kämst du von weit her. Aber besuchen kannst du Goswin nicht mehr. Ist verstorben, das Brüderchen. Haben seinen Leib aus dem Zelt gefischt damals. Abscheulicher Anblick. Wer hat ihn umgebracht? Wer spricht von umgebracht? Gib auf deine Fragen acht, Kindchen. Okay. Was kannst du mir denn... Ja, jetzt immer noch mehr über Goswin. Was war Goswin für ein Mensch? Guter Mann, Brüderchen Menander. Aber am Ende ist mir Schugge geworden, der Schlimasnik. Ein Schmecker war er. Ein Säufer. Ach so. Brabbelte immerzu von anderer Welt und von einem Schlüssel dazu. Prisma hat er's genannt. Ei, wer's glaubt. Jedenfalls ist er jetzt tot. Boron weiß, warum... Prisma. Und Goswins Haus steht jetzt leer? Goswins Haus? Der ehrenwerte Kaufmann Harm hat gekündigt, das Haus. Harm hat es gekauft. Ah. Du weißt also von Goswins Prisma. Wo ist es jetzt? Keine Ahnung, wovon du redest. Aber du hast gesagt... Hör zu, Minka will noch leben ein Weilchen, also sei still. Was ist das für eine Figur? Was? Ei, das ist ein Frosch aus Stein. Geschenk vom ehrenwerten Harm. Er sieht so echt aus, als sei er verzaubert worden. Ei, war teures Geschenk. Wer ist dieser Harm? Ehrenwerter Kaufmann, Harm. Ihm gehört beinahe die ganze Fischerstadt. Ist richtiger Segen für die Gegend. Das wage ich zu bezweifeln, dass er wirklich so ein Segen ist. Ein schönes Badehaus. Wie konntest du dir all das leisten? Durch freundliche Gesten. Freundliche Gesten? Ja, Ende der Geschichte. Da werde ich mal nicht weiter nachhaken. Woher hat sie die Wunde? Ich stell keine Fragen. Meine Arbeit ist zu helfen. Und geht das auch schneller? Wunden bedarfen Zeit. Du weißt also von Goswins Prisma. Wo ist es jetzt? Keine Ahnung, wovon du redest. Aber du hast gesagt... Herz. Okay, Ende. Dann lasse ich dich... Bene. Bene. Dann machen wir diesen blöden Frosch einfach mal kaputt, hä? Warum beherrsche ich keinen Feuerball? Mach den Irgendwann kaputt. Irgendwann werde ich auch das zerbrechen können. Oh, goddammit. Das wäre so schön gewesen.
Okay. Dann reden wir nochmal mit der Verwundeten hier. Irgendwelche Symbole, verwirrende Zeichnungen, Gekritzel. Diese Symbole, das Schwebende, das Brennende, das Magische. Laut Goswin sind das die 7 Elemente der Feenwelt. Hä? Das sind doch nur 3. Er ist gesprungen. Den kann ich doch bestimmt wieder heil machen lassen, ne? Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Das okay, war schon alles. Das klappt jetzt, glaube ich, noch nicht. Ich gehe erstmal raus und lasse den Spiegel heil machen von Nuri. Und Geron kommt auch mit nach Fanglari. Er weiß bloß noch nicht genau, ob... Da ist er. Die tatsächlich mit diesem Betrunkenen. Er erkennt nicht mal mehr seine Eigen... Vielleicht verrät er uns ja trotzdem irgendwas Sinnvolles. Hallo. Nee. Der ist ganz woanders. Vielleicht auch besser so. Sag mal, Nuri... Da ist einer im Badehaus, der ganz allein badet. Vielleicht kannst du dich mit ihm etwas unterhalten? Ist die Luft denn jetzt rein? Ja. Ah, okay, so können wir es also... Können wir ihn also eifersüchtig machen. Aber zuerst will ich nochmal mit Nuri reden. Obwohl Nuri soll erstmal in den Spiegel halten. Wo ist die Alte denn? Ach, die und sitzt plötzlich auf. Wurde alles dunkel. Nuri! Und es gab kein Lachen mehr. Und keine Farben. Wer hat denn gesagt, dass du gleich zu ihm in die... Aber ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe alles vergessen. Nuri, mach bitte mal eine Spiegelheile. Ich habe doch gar nichts gesagt. Okay, jetzt habe ich einen heilen Spiegel. Den könnte ich den anderen Typen für Informationen geben. Vielleicht, eventuell. Sag mal, Nuri... Solltest du den Raben irgendwo sehen, gib mir sofort Bescheid. Ich vermisse ihn. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Keine Angst, ich pass auf dich auf. So weit war ich noch nie von Andergast entfernt. Ich mag es hier nicht. Alles ist so dreckig. Und die Menschen sagen alle etwas anderes, als sie denken. Sogar die Tiere. Lass uns hier verschwinden. Ich will aufs Meer. Was willst du denn auf dem Meer? Es ist so weit und wir wären so frei. Wir könnten überall hinfahren und die ganze Welt sehen. Mal sehen, vielleicht später. Verhalte dich normal und unauffällig. Ich bin einfach ich? Nein, Nuri, genau das sollst du eben nicht sein. Irgendwie geht das. Ich suche mir einfach eine Beschäftigung. Ganz leise und unauffällig. Das Prisma ist sehr wichtig. Es zeigt uns den Weg nach Fanglari. Woher weiß das Prisma den Weg nach Fanglari? Tja, Es wurde sicherlich eins dort erschaffen. Gibt es Zauberschmiede in Fanglari? Sieht so aus. Gut, Nuri muss gleich drin bleiben. Denn ich muss ja die Alte noch eifersüchtig machen. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Probieren wir es nochmal. Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Ein Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Rushat Narosh? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen, das weiß ich. Na komm. Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Ein Mädchen? Drehst du dich jetzt... Ich kann ihm vertrauen. Verdammt. Das war schon alles. Sag mal, Nuri. Bin gleich... Ich möchte nicht, dass sie rausgeht. Ich will, dass sie ihn eifersüchtig macht. Verdammte Axt. Oh, warte mal. Nicht? Er ist ganz beschlagen. Man sieht überhaupt nichts. Verdammt. Wo hab ich denn den Eimer her? Na? Mit der Baderin rede? Dann lasse ich dich weiter. Bene. Erzählt mir jetzt auch nichts weiter. Vielleicht. Nein. Und wenn ich noch mit ihm rede? Was gibt es, Landratte?
Bis später. Nix. Die Bandagen kann ich mir auch nicht klauen, ne? Na. Und den blöden Frosch auch nicht. Was soll das denn werden, Rotzgesicht? Verzeihung, hab ihn mit meinem verwechselt. Okay, wie kriege ich die Alte dazu, sich umzudrehen? Die soll sehen, dass Nuri da im Pool sitzt. Da war doch eben auch noch irgendwas, oder? Okay, gucken wir eben kurz nach. Da! Das kann ich brauchen. Okay, dann sind wir jetzt in Nostria, wa? Okay, interessant. Was kann ich mit dem Ding anfangen? Nix, so wie es aussieht. Okay, mit denen habe ich schon gesprochen. Da ist der Frosch, da sind die Bandagen. Kann ich mir das Handtuch mit den Bandagen tauschen? Oder den Spiegel sauber machen? Spiegelblank. Seit wann habe ich Ringe unter den Augen? jetzt geht das. Alles klar. Hier kannst du deinen Kerl durch den Spiegel beobachten. Gib her! Was will denn die Schnepfe da? Wer fängt was mit dieser aufgetakelten Kuh an? Der kann jetzt was erleben. Hältst du still, Kind? Dann mach schneller! Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Okay. Das war schon alles. Na? Dann lasse ich dich weiter. Bene. Auch nix. Vielleicht kann ich aber nochmal gucken, wenn ich das Handtuch und die Bandagen... Nee, schade. Ich dachte, ich könnte die vertauschen vielleicht. Fingerchen weg, junger Mann. Das ist keine Hilfe. Okay. Mit dem Eimer kann ich auch nichts anfangen. Muss hier nochmal eben nachgucken. Sie sind mit einem Pulver beschmiert. Jede einzelne Warze ist genau herausgearbeitet. Das kann doch unmöglich ein einfaches Steinbild sein. Augenblick mal hin. Alles klar. Da bin ich wieder. Da oben kann ich nichts mehr machen mit der Froschstruktur und mit den Bandagen auch nicht. Das ist ja blöd. Mir fällt dazu nichts ein. Oder ihr? Hat Goswin irgendwelche Schriften hinterlassen? Ei, viele Schriften, aber alle verbrannt bei Seebestattung. Verdammt. Schön wär's gewesen. Ich sehe einfach keine andere Möglichkeit hier drin. Ich will irgendwie an diese scheiß Botschaft ran. Vielleicht kann ich jetzt noch mit Nuri reden. Sag mal, Nuri... Dass sich ja was auffälliger verhält? Nee. Bin gleich zurück. Verdammt. Wenn ich mit diesem Macher was gibt? Bis später. Auch nix. Sag mal... Ja komm, Nuri, geh mal raus. Jetzt reicht. Steig aus dem Becken. Mach es gut, Bademeister. Musst du etwa schon gehen, Mäuschen? Sieh ihr ja nicht hinterher. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Das war schon alles. Nichts machen, das ist doch blöd. Okay, gut, dann gehen wir erstmal raus. Mal gucken uns mal weiter um. Nuri hatte ja vorher noch ein bisschen mehr zu sagen. Sag mal, Nuri. Achso, ich kann sie jetzt nur ins Badehaus zurückschicken, okay. Na gut, dann gucken wir es noch einmal eben. Und plötzlich wurde alles dunkel. Und es gab kein Lachen. Ja, darf aber ich jetzt bitte... Ich habe alles... Ihr erzählt jedem die gleiche Story. Okay. Halt, stopp. Da ist eine Eisenhalterung. Hier werden Schiffe verteut. Das ist mir ein klar. Ein verwaister Eisenring. Zum Henker. Dieser Nordhimmel macht mich noch ganz melancholisch.
Kann ich den mitnehmen? Kann ich irgendwas anbinden vielleicht? Und du? Zu viel Fiebertraumschnaps getrunken? Wenigstens stehe ich nicht stundenlang im Regen herum. Was habe ich jetzt damit? Ich glaube mal, jetzt könnte wohl nicht noch einen Zapfhahn anbauen, oder? Was habe ich jetzt davon gehabt? Dann hänge ich ihn jetzt nochmal wieder auf. Zu viel Fieber. Wenigstens stehe ich nicht. Und rede nochmal mit diesem Jare hier. Gucken, ob ich ihm irgendwas anbieten kann. Brauchst du was? Was ist denn mit dem da hinten los? Dem Suffkopf orkischer Fiebertraumschnaps. Das beste Gesöff, um alles zu vergessen. Orkischer Fiebertraumschnaps. Wer ist Kaufmann Harm? Ja, der allseits geliebte, ehrenwerte Kaufmann Harm. Seine Geschäfte haben stets zwei Seiten. Auf der einen stehen die Nutznießer, auf der anderen liegen die Leichen. Und was macht er genau? Irgendwann fing er an, eigenartige Steinfiguren an Alvin Arauken zu verkaufen. Den König der Unterwelt hat sich eine goldene Nase damit verdient. Seitdem mischt er im Schmugglergeschäft mit. Aber was er wirklich will, weiß niemand ganz genau. Denn er verlässt niemals sein Schiff. Ich würde gerne auf dieses verdammte Schiff rauf. Wo finde ich Harm? Du hast aber was vor, mein Freund. Das ist meine Sache. Natürlich. Sein Schiff Terbonera liegt im Hafen. Bis später. Da war ich vorhin schon. Gib auf deinen Rücken acht. Da war ich vorhin ja schon. Ich frage mich nur, wie ich an die blöde Nachricht herankomme. Was ich mit dem blöden Eimer und dem Haken hier soll, verstehe ich auch noch nicht so ganz. Auf jeden Fall muss ich irgendwie Schnaps organisieren. Ich vermute, das hat irgendwas mit dem Schiff von dem Typen hier zu tun. So. Da ist nur der Mongo da oben. Ich dachte, ich könnte hier vielleicht irgendwas aufhängen, aber das geht nicht. Okay, dann muss ich doch wieder ins Badehaus. Wie kriege ich das hin, dass die Alte mir ihren Rucksack gibt? Was ist denn das da oben? Er trägt nichts und er hält nichts. Und was sollen diese Haken an der Wand? Den da irgendwie runter? Dieser Balken ergibt nicht allzu viel Sinn. Nee, nicht wirklich. Kann ich den kaputt machen? Das ist... Kann ich nicht. Aber hier könnte ich den Eimer mal aufhängen. Hol ich mir mal den eben rüber. Obwohl, ich lasse den erst nochmal da und gehe nochmal ins Bad. Halt, nein, stopp. Ich muss erstmal nur wieder reinschicken. Sag mal, kannst du dich bitte noch einmal mit dem Kerl im Badehaus unterhalten? Aber du musst nicht gleich wieder zu ihm in die Wanne steigen. Ach, keine Sorge. Ich mach das doch gern. Ich meinte nur... Ich liebe es zu baden. Immer wieder. Okay. Gehen wir nochmal rein. Versuchen wir doch mal, die Alte da eifersüchtig zu machen. Ich will den Rucksack haben. Ich habe ein paar... Das auch noch. Ich kann das war schon damit anfangen. Das ist sehr ärgerlich. Wie kriege ich die Alte denn dazu? Kann ich den Spiegel vielleicht wieder kaputt machen? Nein. Wie kriege ich die Alte dazu, eifersüchtig zu werden? Sie soll also diesem Harm eine Nachricht überbringen. Die wird vermutlich in ihrem Rucksack sein. Die Nachricht für diesen Harm. Ah. Ich werde ihn umbringen! Aber lass dich nicht erwischen, Kind. Okay, ich habe die Nachricht. Mensch, das war ja die doch... Die Nachricht für diesen Harm. Natürlich in... In was? Scheiße. Die Nachricht für diesen Harm. Natürlich in einer Geheimschrift verfasst. So, Nuri, du kannst da wieder rauskommen. Sag mal, Nuri... Jetzt steig aus... Mach es gut. Musst du sie ihr... So, das haben wir alles schon erledigt. Jetzt kann ich nochmal mit der Baderin reden. Na? Okay, dann lasse ich dich nicht. Alles da. Na gut. Ja, ich glaube, hier sind wir fertig. Dann gehen wir raus und versuchen, Harm die Nachricht zu bringen.
Obwohl, nein, das machen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder das Let's Play der Schwarze Auge Satin aufs Ketten. Bis dann.